Nach meiner Auffassung passiert jetzt genau das, wofür sich alle gefürchtet haben, vor allem auch die Aktienmärkte, nämlich, dass es ein extrem enges Rennen wird, wo lange unklar ist, wer gewinnt, wo wir dann eine Contested Election, eine angefochtene Wahl bekommen werden. Und das Skurrile ist, dass die Aktienmärkte heute Nacht Party gefeiert haben, wahrscheinlich ein riesiger Short Squeeze, dass aber die Probleme jetzt auf uns zukommen, die mit dieser absolut offenen Situation verbunden sind, und diese Probleme, die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Also, wir haben praktisch einen Gleichstand, kann man sagen, zwischen Biden und Trump. Das ist derzeit die Situation. Viele Bundesländer sind noch nicht fertig ausgezählt. Und vor allem, es gibt diese Briefwahlzettel, die teilweise Tage, ja sogar wochenlang nach dem Wahltermin, nach Schließung der Wahllokale, noch ausgezählt werden können. Gleichwohl hat jetzt Donald Trump sich schon mal zum Sieger erklärt. We are up big. Will jetzt in diesen Minuten auch eine Erklärung abgeben. But they're trying to steal the election. Da ist es also wieder. Sie versuchen, die Wahl zu stehlen. We will never let them do it. Und dann der Satz, votes cannot be cast after the polls are closed. Das ist ja genau das Thema, das Donald Trump im Wahlkampf immer wieder angesprochen hatte. Was aber eigentlich klar war, dass sozusagen verschiedene Bundesstaaten lange nach Schließung der Wahllokale Briefwahlzettel noch zählen, sofern der Poststempel vom Tag des Wahltages stammt. Das ist genau das Thema. Twitter hat diesen Tweet dann auch zensiert, kann man sagen. Misleading, der führt in die Irre, muss man leider so sagen, denn die Regeln waren ja vorher klar. Warum Trump jetzt das sagt, ist auch keine Überraschung, wie Jonathan Swan von Axios hier berichtet. Der sagt, ja, Trump hat öfter privat davon gesprochen, dass er dann schon am Wahlabend den Sieg erklären wird, wenn die Geschichte eng wird. Und genauso ist es jetzt gekommen. Jetzt haben wir Joe Biden, den Kontrahenten. Oder schauen wir uns zunächst noch das hier an. Jetzt kommt noch dazu, dass die USPS, also die amerikanische Staatspost, wenn man so will, davon berichtet, dass derzeit ungefähr 300.000 Briefwahlstimmzettel nicht verarbeitet werden konnten oder verschwunden sind. Hier sieht man auch die Bundesstaaten, wo das der Fall ist. Wir sind jetzt insgesamt in einer Situation, dass sozusagen jetzt die Juristen voll beschäftigt sein werden. Die Republikaner haben seit Tagen versucht, auch in der Wahlnacht irgendwelche zum Beispiel Drive-In-Wahlabgabe-Center als praktisch nicht legitim zu erklären, die Stimmen dort zu analysieren. Das zeigt, dass die Republikaner natürlich wissen, dass der demografische Faktor gegen sie spricht und sie dementsprechend dann immer versuchen, bestimmte Abstimmungen dann für ungültig erklären zu lassen. Das machen die Demokraten nicht erstaunlicherweise eben, weil die scheinbar wissen, dass die Demografie für sie spricht. Jedenfalls sehen wir, dass bisher das Supreme Court oder andere Gerichte das immer wieder zurückgewiesen haben und gesagt haben, nee, ist nicht. Das ist jetzt die Situation. Wie regiert Joe Biden? Der sagt, naja, ich bin optimistisch, ich bin siegesgewiss, wir sind auf Kurs, diese Wahl zu gewinnen. We feel good about where we are. Wir fühlen uns so gut, wo wir gerade sind. It's not my place or Donald Trump's place to declare the winner. Es ist also nicht sozusagen an mir oder auch nicht an Donald Trump, jetzt schon den Gewinner zu erklären. Und das ist natürlich hochproblematisch, was Donald Trump jetzt macht, sich dann gleich wieder als Sieger auszurufen. Das könnte richtig böse Folgen haben und sozusagen diese Zerrissenheit, die in der amerikanischen Gesellschaft ist, noch stärker vertiefen. Wir sehen hier das, was rückblickend jetzt in der Nacht passiert ist. Wir hatten zunächst mal die Situation, dass kurz bevor die meisten Wahllokale geschlossen haben, die Aktienmärkte respektive vor allem der Dollar abverkauft wurde. Wir sehen, dass praktisch alles gegen den Dollar gestiegen ist, dass die Anleiherenditen massiv nach oben gegangen sind, wie ich gestern gesagt hatte, weil die Märkte erwartet haben, dass wir einen blauen Sweep erleben, einen Blue Sweep, einen demokratischen Sweep, einen totalen Sieg der Demokraten. Dann kamen die ersten Ergebnisse aus Florida und bums, dann plumpsten die Wahrscheinlichkeiten für Biden in die Tiefe. Wir sehen, dass hier Trump dann plötzlich 70,6%, ein Anstieg von 35,4% bei Predicted. Biden stürzte ab auf 28,9%. Und wir sehen hier mal die Reaktion zunächst mal beim Nasdaq in den Charts von Capital.com. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Okay? Jetzt sage ich es einmal.
Hier sehen wir das Dollar-Yuan, nicht Dollar-Yuan, den zeige ich später, der Nasdaq massiv nach oben gegangen ist. Ein massiver Short-Squeeze wahrscheinlich, denn da hatten viele eben befürchtet, ja, es gibt eine Contested Election, eine angefochtene Wahl, und dann sah das alles nach Trump aus zwischenzeitlich, sodass dann eben die Absicherungen, die man da als Putz möglicherweise hatte, nicht mehr nötig wurden. Ein Short-Squeeze sondergleichen, der Nasdaq schoss ungefähr ja fast 400 Punkte in einem Strich nach oben, um dann wieder ein bisschen nachzugeben. Wir sehen hier, das ist vielleicht dann sogar, das wollte ich eigentlich nicht zeigen, ich wollte jetzt erstmal hier das Put-Call-Ratio zeigen. So, die Dinge sind noch sehr frisch, meine Damen und Herren. Wir sehen jedenfalls, dass da viele Puts offenkundig im Spiel waren, die dann aufgelöst wurden. Kommen wir aber nochmal zurück zum Nasdaq. Da hatte die CME, also die Chicago Mercantile Exchange, die Börse, an der die Futures in Chicago gehandelt werden, gesagt, okay, wir haben einen Circuit Breaker, also praktisch eine Handelsunterbrechung bei 7%. Das hat man angehoben von vorher 5%, aber bei 3,5% Bewegung in einer Stunde, da werden wir mal kurz den Handel aussetzen. Das ist passiert. Der Nasdaq ist so schnell nach oben geschossen, dass dann der Handel kurzfristig ausgesetzt wurde aufgrund dieses Short Squeezes. Was ist zum Beispiel beim Dollar passiert? Wir haben zunächst gesehen, dass der Dollar abverkauft wurde, hier Dollar-Yuan, also der Dollar gegen die chinesische Währung, die natürlich besonders sensibel reagiert, wenn Trump gewinnt. Dann heißt das vor allem noch ziemlich sicher 4 Jahre aktiver Handelskrieg, dementsprechend Dollar-Yuan zunächst mal ein bisschen gefallen, weil man den Dollar allgemein abverkauft hat, bevor die Wahllokale geschlossen hatten, und dann stieg Dollar-Yuan massiv an, um jetzt wieder ein bisschen zu fallen, weil die Wahrscheinlichkeiten für Biden wieder deutlich gestiegen sind. Also wir sehen, da ist Konfusion am Devisenmarkt, da ist Konfusion an den Aktienmärkten und Konfusion heute Nacht auch an den Anleihemärkten. Ich hatte gestern ja gezeigt, dass die Anleiherenditen nach oben schießen, also die Märkte praktisch einen Sieg der Demokraten, einen totalen Sieg der Demokraten erwarten. Das wurde dann plötzlich unwahrscheinlicher und die 10-jährige Rendite für US-Staatsanleihen massiv abgestürzt, 12 Basispunkte. Das ist im Anleihebereich schon eine ziemliche Hausnummer, größte Bewegung seit Juni. Und wie David Rosenberg hier durchaus nicht ohne Sarkasmus anmerkte, war dann die US-Staatsanleihe kurzfristig bei 0,889% und damit rentierte sie sozusagen genauso hoch wie die 10-jährige griechische Staatsanleihe, die ja praktisch totaler Junk ist. BB-Junk-Credit ist jetzt genauso viel wert sozusagen oder hat eine gleiche Risikoeinschätzung wie die amerikanische Staatsanleihe. Da sieht man, wie krank die Märkte sind, dass solche Dinge passieren. Ohne die EU und ohne die Eurozone wäre Griechenland in der nächsten Sekunde total pleite. Also, wir sehen große Bewegungen am Anleihemarkt. Zunächst Siegesgewissheit, die blaue Welle kommt, dann plötzlich erschrecken, oh, Trump gewinnt doch, jetzt ist wieder alles unklar. Wir sehen, dass jetzt eben die Frage sich stellt, wird sich 2016 wiederholen? Wahrscheinlich ist, dass Trump sehr knapp, sehr, sehr knapp, viel knapper als erwartet, Texas gewinnt, dass er Florida gewinnt, also diese Staaten, die eigentlich unbedingt zu gewinnen waren. Arizona dürfte jetzt zu Biden wechseln. Arizona war zuletzt noch im Trump-Lager. Das ist sozusagen das, was jetzt die Geschichte sehr, sehr eng macht. Und wir haben jetzt eben den Fokus auf Swing States wie Michigan, Pennsylvania, Wisconsin. Und das könnte Tage, wenn nicht gar Wochen dauern, bis die Ergebnisse hier vorliegen. Das ist sozusagen jetzt das große Problem. Da könnten wir noch sehr, sehr lange warten müssen. Wir sehen aktuell, das kann sich jederzeit ändern, hier ein wirklich sehr, sehr knappes Rennen. Und unten, was Sie sehen, das ist der Senat, extrem wichtig. Da sehen wir jetzt derzeit 44 Stimmen für die Demokraten, 45 für die Republikaner. Extrem knapp. Das bedeutet, wenn zum Beispiel Trump gewinnt, kann es passieren, dass der Senat dennoch demokratisch wird und das Abgeordnetenhaus, wie Sie hier sehen, das bleibt mit großer Sicherheit demokratisch. Das heißt, das Worst-Case-Szenario wäre, für die Märkte zumindest, dass Trump Präsident wird, aber dann beide Kammern im Prinzip demokratisch wären. Das würde bedeuten, dass wir praktisch ein unregierbares Amerika haben. Auch das ist ein nicht zu unterschätzendes Risiko, das nicht sehr weit liegt, denn wenn der Senat jetzt doch zu den Demokraten noch switcht, dann wird diese ganze Geschichte wirklich horrormäßig, vor allem wenn dann eben diese Uneinigkeit, diese Unklarheit
der Politik nach wie vor der Fall ist. Und was nach meiner Auffassung hier Jeroen Blokland klar auf den Punkt bringt, die Märkte hatten den blauen Sweep erwartet. Jetzt sehen wir, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das wiederum bedeutet nichts anderes, weil das Abgeordnetenhaus ziemlich sicher demokratisch bleibt, als dass dieser Stimulus, dieser Riesenstimulus, den man sich erhofft hat, durch den Sweep, also praktisch alles demokratisch und dann machen die den fetten, riesigen Stimulus, dass halt das nicht kommen wird. Und das ist eigentlich keine gute Nachricht für die Märkte. Das ist sozusagen das, was nach meiner Auffassung nicht eingepreist ist. Und was wir hier sehen und was hier ein Beobachter sagt, we are approaching a nightmare scenario. Das ist praktisch das Albtraum-Szenario. Beide, nämlich Biden und Trump, erklären sich zum Sieger. Das ist sozusagen wahrscheinlich jetzt die Situation, mit der wir es in den nächsten Tagen bis Wochen zu tun haben werden. Wahrscheinlich ist, dass die Briefwahlzettel, die jetzt noch ausgezählt werden, nach Schließung der Wahllokale, tendenziell für Biden sind. Das ist das, was einige Beobachter gestern auf den Punkt gebracht hatten. Zunächst könnte es so aussehen, dass Trump die Wahl gewinnt und dann durch die Briefwahlstimmen, die dann nach Schließung der Wahllokale gezählt werden, die ganze Geschichte switcht, was dann wiederum bedeutet, dass Trump diese Wahl anfechten wird. Also hier der Rattenschwanz ist unabsehbar. Biden wiederum würde wahrscheinlich, so meine Vermutung, die Wahl akzeptieren, wenn er knapp verliert. Trump dürfte sie auf gar keinen Fall akzeptieren, wenn er sie knapp verliert. Dann wird es juristische Tretereien geben, dann wird das eine sehr, sehr hässliche Geschichte. Ist das in den Aktienmärkten eingepreist? Nein, nach meiner Auffassung nicht. Wir haben jetzt diesen Short Squeeze gesehen heute Nacht. Der hat sich ein bisschen reduziert, weil jetzt eben man merkt, oh, das ist wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber die Unsicherheiten, die Risiken sind noch nicht eingepreist. So, meine persönliche Einschätzung. Sie haben vielleicht die Ihre. Ich wünsche jetzt das Allerbeste und sage Servus und Ciao. Schauen Sie heute rein bei finanzmarktwelt.de. Da werden Sie informiert über die Entwicklungen aus erster Hand praktisch. Also bis dann. Servus und Ciao.